Weiter geht es mit einer neuen feurig kalten Folge Outriders. Freut mich, dass du da draußen wieder heiß und kalt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt mich supporten, geht ganz easy, geht ganz schnell. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung dalassen. Dauert nur ein Sekündchen. Großes Dankeschön an all die Unterstützer da draußen. So, wir sind in einem neuen Gebiet und es sieht wild aus. Es sieht sehr, sehr wild aus. Zum Funkturm kommt man nur mit dieser Seilbahn. Wie wichtig ist dir der Funkturm denn? Nur da haben wir genug Reichweite. Wenn ich nicht zum Turm komme, um das Signal mit Hilfe deiner Frequenz zu finden, können wir auch gleich aufgeben. Dann mach's dir bequem. Wir werden eine Weile hier sein. Hab ein Date mit einem Vulkan. Und einem riesigen, komischen Monster, das im Vulkan lebt. Also es wird spannend, Freunde. Es wird spannend. Und da oben war ein blutiger Schrein und eine blutige Höhle. Und ich will gar nicht wissen, was für blutige, abartige Monster-Mutanten-Kreaturen mich jetzt hier wieder vernaschen wollen. So, Stäbchen rein, Spender sein. Dann legen wir mal los, ne? Dann schauen wir mal, was hier Sache ist. Hallo, hallo, hallo. Okay, hier sind so viele merkwürdige Höhlen aus Knochen und Ästen. Ich frage mich, wo bekommen sie die Äste her? Habe ich irgendwas verpasst? Ich sehe keinen einzigen Baum. Wo haben sie die her? Oh. Okay. Ich meine, das eine ist doch hier ein bisschen gestrüppt. Alles klar. Brutzeln macht glücklich. Wow, das hat die sogar weggeholt. Respekt. Und hier ist noch eine Kiste. Schnell. Und ein bisschen Ressourcenkram. Easy, mein Freund. Easy. Okay, okay. Okay. Muss ich euch wirklich so hart auf die Fresse geben? Geht es wirklich nicht anders? Ihr Monsterkreaturen. Nein, 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 nein. Komm schon. Okay, jetzt verstehe ich auch, wie sie an die ganzen Materialien gekommen sind. Die haben einfach sich selbst verwertet. Ich meine, die verlieren doch genügend Gerippe, um daraus was Schönes zaubern zu können. Aber das hier, das sind Wurzeln. Naja, vielleicht unter der Erde. Okay, vielleicht irgendwo unter der Erde. Muss ja nicht zwangsläufig ein Baum sein. Ah, hier haben wir doch schon mehr. Okay, da oben war es arschkalt und hier unten ist es schweineheiß. Ah, geil, Mann. Ein Vogel. Ein Kreischer. Das ist schön. Hey, Piepmatz. Burn in hell. Okay, hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir hier noch so exotische Kreaturen erleben dürfen. Noch einer von denen. No, 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 no. Noch einer? Dos, Muchachos. Brenn. Boah, 403 Damage. Sniper ist geil. Au. What the hell? Okay, die sind böse. Okay, 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 okay. Nicht dein Ernst? Was kann dieses Mutanten-Mistvieh denn alles? Okay, lande mal. Ja, lande mal. Jetzt Whams. Freunde, 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 Freunde. Zerlegen wir direkt. Okay, die sind echt nicht übel. Helm der Spezialeinheit. Kreischer. Die auch noch 1000 Fähigkeiten besitzen. Eine anständige Mischung. 3 Stück von denen direkt hier. Aber ja, die Sniper ist eigentlich ganz witzig gewesen.
Ich meine, wenn die mal den Kopf trifft, 400 Damage. Dass man das nicht automatisch einsammeln kann. Irgendwie lasse ich das, glaube ich, gefühlt die Hälfte liegen. Weil ich dann direkt weitergehe und das Ding liegt irgendwo da unten im Dreck rum. Oh no. Echt What's jetzt? Next? Wie groß werden die denn noch? Fast jede Kreatur, der wir auf dem Planeten begegnet sind, hat sich seit unserer Landung extrem schnell entwickelt. Auf sehr unnatürliche und tödliche Weise. Passen sie sich an die Gefahr durch die Anomalie an? Oder werden sie von der Anomalie verändert? Das ist doch scheißegal. Hauptsache, die kommen nicht nah genug ran, um dich zu fressen. Amen. Warte mal, bevor es hier gleich rund geht, habe ich hier noch eine bessere Waffe? Oh, ich höre da oben irgendwas. Erkunde den Gipfel. Ich wette, ich muss dieses Riesenspinnen-Monster-Mutanten-Vieh erledigen. Oh nein! Oh nein! Hey, Stranger Things! Die Show ist vorbei. Ey, jetzt so eine Mischung aus denen hier und Vögel. Und ich glaube, ich wäre richtig am Popo. Ich glaube, das würde mir gar nicht schmecken, das meine ich. Ich renne immer los. Ich bohre das Ding auf und renne direkt los und denke mir so, ja, ich habe ja aufgebohrt. Also die Riesenspinne wird wahrscheinlich mein Baus hier. Sieht sehr nach Boss aus, oder? Mama Spider. Oh Mann. Ich komme ja hier wieder wie am Fließband. Burn in Hell. Kleiner Pinuccio. Was? Das hat er überlebt? Okay, okay. Alright. Oh no. Nicht auch noch du. Homunculus. Oh nein, 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 nein. Mach es weg. Mach es weg. Wie es zischt, wenn der mich da hinten trifft. Okay, das war der letzte. Ja, wie gesagt, die finde ich jetzt nicht so schlimm. Räume die Felsen weg. Haben die hier vielleicht noch irgendwo... Sieht es ziemlich unnatürlich aus. Was zur Hölle war hier los? Irgendwo eine Kiste oder so? Keine Ahnung, was hier los war. Findest du, es sieht unnatürlich aus? Schwer zu sagen. Sieht so aus, als würde hier irgendwas aus dem Lavanest rausspringen. Was ich, glaube ich, gar nicht gut finde. Lavanest-Kreaturen. Okay, warte mal, das hier ist optional. Okay, Historiker zeitlos. Pressen wir uns mal durch. Die alte Presswurst. Okay, Menschen. Menschen! Menschen, die wehtun. Okay, okay. Oh nein, 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 nein. Ich wollte den hier machen. Ah. Alles klar, ich bin mittendrin. Mittendrin im großen Massakertal. Alright. Hey, die Sniper gefällt mir. Komm schon, zeig dich. Irgendjemand schreit hier rum. Alright. Haben wir hier eine Kiste? Keine Kiste.
Ey, das meine ich so. Ein Dude, ne? Einer von den kleinen Dudes. Reicht, um mich im Endeffekt richtig alt aussehen zu lassen. Was ist das jetzt schon wieder? Okay, okay, was bist du? Er kann gefrieren. Und schwarze Löcher. Wow. Ich dachte eben, was zieht mich denn hier schon wieder an? Oh nein. Oh nein, wir haben einen gefunden. Jetzt kann man keine Fähigkeiten einsetzen. Mies. Captain Vorhaut. Alright. Kann er sich heilen? Es gibt ja welche, die können sich heilen. Das sind die schlimmsten, finde ich. Alles, was ich heilen kann, finde ich furchtbar. Okay, den hätten wir. Jo, Captain Vorhaut wollte es wissen. Was haben wir hier? Eine neue Hose. Eine neue Waffe. Es gab Hosen und Waffen umsonst. War es das schon? Das ist perfekt für Beauvoirs kleines Museum. Okay, hier war so eine Expedition, aber gibt es hier auch keine Kiste? Na, dann gehe ich hier raus. Ich meine, muss ja nur da drüben hin, ne? Da drüben geht es ja weiter. Okay, hier kann ich auch ein bisschen Eisen mitnehmen, aber ich bin enttäuscht, dass ich hier keine neue Kiste finde. Hätte ich eigentlich schon ein bisschen erwartet, dass wir hier mal an neue Sachen rankommen. Naja, dann eben nicht. So, weiter geht's. Ich will eigentlich auch einmal zurück und mal vielleicht zu einem Händler oder sowas, weil im Moment bin ich ja wirklich von einer Mission zur nächsten Mission. Ich bin ja hier nur am Durchrödeln und Durchklatschen. Damit ich mal die Weltenstufe wieder ein bisschen hochdrehen kann. Moment, Munition nehme ich auch noch mit, wenn es hier schon mal rumsteht. Ja, ich hatte schon Situationen, da hatte ich keine Munition mehr. An so einem Punkt war ich auch schon. Oh mein Gott, nicht dein Ernst, oder? Gibt es davon mehrere, oder? Okay, sie hat Jungen und die explodieren. Geil. Very geil. Very, very geil. Und da kommen noch mehr. Okay, die reißen aber nicht die anderen mit, oder? Huh. Sauber und nix. Jetzt sagt mir nicht, wir sind hier schon wieder bei der nächsten Station. Oh no, 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 no. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Na, großartig. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Alright. Alright. Irgend so eine mega kranke Lavaspinne. Wo ist dein Schwachpunkt? Da oben drauf? Wow, 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 wow. Nimm mal sowas hier. Achtung. Alter.
Alter, das Ding hämmert aber auch ganz schön rein. Oh, jetzt sehe ich gerade, wie viel Lebensenergie die hat. Wie verflucht viel Lebensenergie die Alte hat. Okay, da oben ist irgendwas offen. Wahrscheinlich muss ich da oben rein shooten. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Nehmen wir mal die Sniper. Bam. Bam. Oh, oh, was sind das hier für Dinger? Oh, no, 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 no. Ich habe ja gar keine Gelegenheit zum Reinshooten. Oh, das gefällt mir gar nicht, Freunde. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, so ist gut. Gib dir Mama auf den Panzer. Oh, 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 da hinten ist Ende. Was macht sie denn jetzt? Schon wieder irgendwie so ein Mörserangriff. Okay, easy. Ich muss sagen, bis jetzt fand ich eigentlich den Revolver am geilsten. Kannst du schön hier so aus der Hüfte schießen. Das macht glücklich, Freunde. Oi. Moment, kann ich die Dinger hier treffen? Wenn die in der Luft sind? Was habe ich denn eben gemacht? Eben habe ich hier mit irgendwas sehr böse wehgetan. Oh. Da kommst du aber auch nicht weg. Da kommst du aber auch nicht weg, wenn die erstmal loslegt. Und irgendwas ist hier wieder ein kritischer Punkt. Es ist doch der Kopf, den ich hier vielleicht kritisch treffe. Alles klar, den ersten Packen haben wir gleich. Und mir geht's sogar relativ gut. Was ist jetzt los? Mama Lava Spinne. Wo ist sie hin? What is going on? Oh nein, sie holt die kleinen Drecksviecher hier. Wie bekomme ich eigentlich Munition? Okay, okay, okay. Die kleinen Scheißer hier, die droppen ein bisschen Muni. Und da kommt Mutti zurück. Ah, irgendwie bin ich von allem nicht so begeistert. Okay, hier die Spinnendödel. Kann man... Oh, was macht sie jetzt? Oh nein, sie spuckt Lava. Und überall kommen explodierende Spinnen. Mein Leben ist schön. Mein Leben ist wunderschön. Okay, sie heilt sich. Nee, der Kopf macht nicht irgendwie special. Ah, jetzt geht sie wieder dahin. Boah, wenn sie da oben hängt. Nicht gut. Jetzt kommt gleich wieder hier die Welle von irgendwelchen Dingern. Oh, Spider-Viecher. Super viele Spider-Viecher. Ey, Mom. Immer ordentlich hiervon. Yes. Here we go. Oh, irgendwo ist noch ein Vieh. Also am Schein tut sie am meisten weh, wenn ich sie hier unter die Achsel treffe. Okay. Ah, sie ist wieder da oben unterwegs. Alles klar, diesmal holt sie aber wenigstens Babys anscheinend. Oder so eine Mischung aus allem. Ah. Oh, oh Gott. Knappes Ding. Sehr knappes Ding. Okay, sie fängt wieder an mit irgendwelchen Lava-Moves.
Irgendwas habe ich getroffen. Irgendwas tat ja richtig weh. Was macht sie jetzt? Ihre Babys stehen einfach nur rum und plötzlich Resident Evil. Ja, geil. Wahrscheinlich muss ich sie da hinten irgendwie am Rücken treffen. Wow, 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 wow. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, hier stehen irgendwelche Babys rum. Aber die scheinen... Die scheinen nicht mehr zu funktionieren. Ah, Mist. Wow, 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 was ist das hier? Irgendein Super-Move. Okay, wait a moment. Hier explodieren Dinge. Hier kommen wieder ganz viele Spinnenbabys. Einfach drauf. Einfach verflucht noch eins drauf. Ah, ich muss in Bewegung bleiben. Ah, Lava, 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 nicht gut. Wie kann der Lava Schaden machen? Ich bestehe quasi aus Feuer. Ich meine, wie kann ihr Feuer Schaden machen? Das gibt auf allen Ebenen keinen Sinn. Das ergibt auf allen Ebenen wenig Sinn. Okay, was ist hier der Weak Spot? Alright, 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 alright. Okay, die geben wenigstens gut Heilung, wenn ich die zerlege. Wow, 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 Beeilung, 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 Beeilung. Okay, wo ist das Drecksvieh? Habe ich gewonnen? Uff. Uiuiui, das war böse. Das war wirklich sehr, sehr böse. Ich bekomme eine Handvoll Müll. Noch irgendwas? Oder... Nö, mehr gibt's nicht. Eine Handvoll Dreck habe ich bekommen. Das freut mich aber. Eine Handvoll Dreck finde ich immer gut. Captain Dunham, das Vulkanproblem ist Geschichte. Ja, keine Reaktion, da ist sie geschockt. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung dalassen und... Tschüss!